Tanya dulu Mas Rosidi, sebentar lagi akan tampil mengisi acara di perpustakaan ini. Bagaimana perasaannya? Apakah ada demam panggung misalkan? Aduh, perasaannya gimana ya? Campur aduk ya, nano-nano. Mau kencing, mau gaduh-gaduh ya. Tapi lapar enggak ya? Lapar ya, masih lapar. Belum makan tadi ya. Bagaimana dengan pakaian? Sekarang harus pakai masker itu, nyanyi pakai masker gitu. Iya, gimana ya? Udah terbiasa kebetulan. Di tempat saya kerja juga ya, kadang-kadang nyanyi. Dan saya harus menggunakan masker ya. Tolong kasih salam untuk teman-teman di Indonesia tentang corona gimana? Dalam hal seni, apakah seni tetap harus eksis? Musik? Oh iya, tetap ya. Seni harus tetap eksis. Tanpa seni mati. Ya, ini Mas. So, ya, saya Sigit Susanto, kamu aus Indonesia. Ik moet weer mijn reportage in een andere stad, Surabaya, voorlezen. Onze leute, dat zijn ongeveer 220 miljoen en veel grote steden en veel afval in de straten in die stad. Het is zeer, zeer onaangenaam. Ik lees mijn reportage voor. Titel Plastikflasche als Fußspiel. Indonesien. Seit 6 Monaten gab es eine sympathische Aktion gegen Plastikmüll. In heutiger Zeit ist unsere Erde in großer Gefahr. Nicht nur Schmutz von Händen und Ölabfall, aber auch von Plastik. Indonesien produziert 5,4 Millionen Tonnen Plastikabfall pro Jahr. Deshalb gibt es auch eine Kampagne von Regierung oder von den Privatorganisationen. Jeder sollte wissen, dass Plastikmüll circa 450 Jahre zur Zersetzung braucht. Die Stadtpräsidentin von Surabaya, Usyafa Tri Rismaharin, realisierte, dass in ihrer Stadt 400 Tonnen Plastikmüll pro Tag anfällt. Sie hatte eine brillante Idee, dass Busbille statt mit Geld, aber mit Plastikmüll bezahlt werden können. Nämlich 5 Stück kleine Plastikflaschen oder 5 Stück große Plastikflaschen für ein Busbille für alle Zonen. Die Passagiere hatten 2 Möglichkeiten, entweder direkt in den Bus einsteigen und Plastikflaschen im Bus gegen ein Busbillett zu wechseln. Oder sie konnten ihren Plastikmüll zum Busterminal bringen und da die Busbillett wechseln. Es gab mehrere Passagiere, die brachten große Säcke voll Plastikflaschen und erhielten sofort mehrere Busbillett. Ist das nicht eine kluge Idee von der Stadtpräsidentin aus Surabaya? Es wäre ideal, wenn alle Stadtpräsidenten aller Städte in der ganzen Welt so machen würden. Dann wäre das Problem von Plastikmüll nicht nur die Verantwortung der Regierung, sondern auch eine People Courage Aktion gegen Umweltverschmutzung. Sehr wahrscheinlich ist diese neue Erfindung nicht ganz optimal, aber mindestens das Bewusstsein in der Gesellschaft wieder zu wecken, das ist eine effektive Weise. Vielen Dank. Ihre Sänger verloren. Der Himmel ist kein Blau mehr. Er hat auch seine Farbe verloren. Jetzt ist er grau geworden. Man erwartet, dass es regnen wird. Aber nein, Traurigkeit legt sie wie eine Decke über die Stadt. Trauer für die Vögel, die nicht mehr fliegen können. Ich habe hier einfach das Lied. Ein Friedenslied. Sehr schön. Bye.